Ich erzähle von meinem heutigen Tag. Ich war beim Friseur, der hat meine Haare geschnitten. Ich habe ihm danach in den Spiegel geschaut und sah, ich habe, also wirklich, ich war hoffnungslos verzweifelt, Digga. Ich habe ehrlich mittlerweile zwei Haare noch auf dem Kopf, Digga. Was machen, Chat? Glatze? Ja, nein. Mittlerweile bringt nicht mehr der Friseur was bei mir, Digga. Früher war es noch so, okay, wenn ich beim Friseur war, rausgehe, ich sehe fresh aus. Scheiß auf Haarausfall, sieht immer noch gut aus, wenn Seiten auf Null sind. Jetzt? Halbglatze. Scheiße. Oder ich lasse mir meine zwei Haare lang wachsen, Chat, und mache mir dann so einen Zopf damit. Kennt ihr das? Digga. Drei im Chat. Wer diesen einen Guy kannte damals im Kindergarten oder in der Grundschule, der diesen komischen Zopf hinten dran hatte. Kennt ihr die? Kennt ihr die? Diesen komischen, so ganzer Kopf auf 3 mm, aber hinten hängt dann so ein Kellerasselschwanz rum. Alter. F an die Brüder, Digga. Meint ihr, die Eltern haben es damals bewusst gemacht, dass der gemobbt wird? Meint ihr, die Eltern wollten dem Sohn einfach richtig eins reindrücken, Digga, dass der gemobbt wird in der Schule, safe, oder? Anders kann ich mir das nicht erklären. Warte, ich zeige euch das, was. Aber viele kennen's. Rattenschwanzfrisur. Digga. Bruder! Was ist das? Was wollten die damit erreichen, Digga? Was soll das? Danke. Was soll sowas, Digga? Was soll das? Schneid ab!